Es gibt Leute, die stundenlang ein Bild anschauen können, obwohl sie das gar nicht sehen. Was nach einem Widerspruch tönt, ist im Aargauer Kunsthaus Realität. Regelmässig gehen Blinde und Sehbehinderte dort auf eine Kunstführung. Wieso eine genau funktioniert, im Beitrag von Stefan Lanz. In der Mitte von dem Bild steht ein Bett. Das Bett ist richtig frisch bettet, hat man das Gefühl, mit frisch gewaschenen Lindtüchern. Das Bild, das Ihnen hier beschrieben wird, sehen diese Menschen nicht. Sie sind blind oder stark sehbehindert. Und trotzdem erfahren sie heute etwas über die berühmten Werke von Albert Anker. Auf der rechten Seite, getrennt von den Frauen, stehen die Männer ums Grab. Auch in den dunklen Kleidern. Und zwei ganz besondere Figuren stehen eigentlich vor diesen Männern und schauen zwischen dem Totengräber und diesen Männerbeinen durch aufs Grab führen. Bilder nicht sehen und sich gleich ein Bild machen? Ja, das geht, sagt die Teilnehmerin. Bilder entstehen im Kopf. Dabei hilft, dass da niemand seit Geburt blind ist. Das Beschreiben hilft also vor allem, Erinnerungen wachzurufen. Man stellt sich irgendetwas vor, wenn man ein Buch liest. Ich glaube, auch dort stellen sich nicht alle das Gleiche vor. Beim Vorstellen hilft auch der Tastsinn. Im einen Bild liegt zum Beispiel ein Buchsbaum neben dem Bett des toten Mädchen. Und genau so ein Buchsbaum macht die Runde unter den Sehbehinderten. Wenn man etwas verreibt, dann schmeckt man ihn. Sonst schmeckt er fast nicht. Organisiert wird die verzählte Kunstführung vom Aargauer Blindenfürsorgeverein. 2 bis 3 Mal im Jahr findet so eine Führung statt. Die, die noch ein bisschen etwas sehen, gehen am Schluss noch ganz nahe an die Bilder ran, um Details zu erkennen. Wenn ich hier hinten gesessen bin, ist es einfach dunkel. Also die hier sind einfach dunkel. Und wenn ich dran bin, dann sehe ich die Leute hier, sehe ich die Leute auch, wenn ich nahe bin. Und so wird aus der reinen Vorstellung vom Bild für den einen oder anderen gleich noch ein sichtbares Bild. Ja, aber genau.